Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge von Mother Simulator. Wir starten nicht direkt drin, denn ich muss noch was ganz kurz erzählen. Und zwar, falls sich jetzt jemand wundert, warum keine Pest-Trainerkarriere oder Verteidigerkarriere kommt oder irgendwie eine Torwartkarriere von FIFA. Das liegt einfach daran, dass ich gerade einfach eine FIFA 18 Torwartkarriere aufnehmen wollte. Und ich dachte, ich habe eben diesen Bug gefixt, dass das Spiel mal abstürzt. Allerdings ist das Spiel wieder abgestürzt und ich habe jetzt nicht so viel Zeit, dass ich jetzt sage, hey, ich gehe jetzt wieder in PES. Das muss ich ja dann alles über die PlayStation machen, die Elgato, dies, jenes. Ist auf jeden Fall ein bisschen umständlicher, als jetzt einfach mal den Mother Simulator aufzunehmen. Ihr könnt mir gerne Tipps reinschreiben, wer sich mit FIFA auskennt, warum das Spiel die ganze Zeit abstürzt in der Torwartkarriere. Ich kann dazu keine weiteren Details nennen, auf jeden Fall stürzt es halt einfach immer ab, das ist richtig kacke. Ich versuche es zu fixen, damit wieder die FIFA 18 Torwartkarriere kommt, aber jetzt einfach mal der Mother Simulator. Die erste Folge kam mega gut bei euch an, die hat mittlerweile 300 Klicks oder so und die hat euch auf jeden Fall mega, mega gut gefallen. Bei der zweiten Folge weiß ich nicht, was da los war, ob das weniger gesehen haben oder was auch immer, oder ob die Abo-Box da wieder rumgespackt hat, was auch immer, keine Ahnung. Auch die ist rechts oben beim i jetzt verlinkt, könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Jetzt gibt es die dritte Folge und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein ins Erdbeben. So, du willst eine blaue Ente mit orangen Sternen, das war hier, blaue, ja, das meine ich mit Erdbeben, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Jetzt blaue Ente mit orangen Sternen hier. Das bist du doch. Komm, 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 komm. Ja, yeah, bitteschön, spiel damit. So, da hinten war das Scheißhaus. Ja, okay, ich muss mich ein bisschen zurechtfinden gerade wieder. So, perfekt. Was brauchst du? Schnulli. Schnuller, Schnuller, Schnuller. Wo ist der? Da ist er. Alter, ist das krank einfach. Okay, Wasser an. Wir kennen uns doch perfekt aus. Funktioniert noch alles. Bin natürlich der weltbeste Vater auf jeden Fall. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Hashtag weltbester Vater. So, das schmeckt eine lila Ente mit gelben Kreisen. Wo bist du? Da ist sie schon, oder? Das ist doch die. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige. Bitteschön. Oh nein. Jetzt kriege ich Minuspunkte. Das ist doch kacke. Aber bei dir ist noch alles okay, oder? Windel wechseln. Zack, Bruder liegt gleich hier. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich check das aber nicht. Wenn ich das Kind hochhebe, kann ich es nicht wieder hinlegen. Das sieht dann immer so richtig verbuggt aus. Oh, ist schon fertig. Lol. Oh mein Gott, der Hunger, Alter. Ich hätte das fast übersehen. Stimmt, die zwei Balken, da gibt es ja auch noch. So, Leute, jetzt bin ich anscheinend müde. Und ich muss jetzt einen Kaffee die ganze Zeit trinken zwischendurch, damit ich nicht einpenne. Aber das Baby braucht natürlich auch immer noch Sachen. Denn das geht irgendwie nicht schlafen, beziehungsweise lässt einen nicht schlafen. So, hier, du kriegst erstmal einen Schnuller. Und ich muss mir jetzt erstmal ganz gepflegten Kaffee machen. Abwaschen. Schätzungsweise einfach mal heißes Wasser rein. So, kann ich das hier abstellen? Nee, kann ich natürlich nicht. Jetzt fällt das ganze heiße Wasser raus und ich habe schon verkackt. Hä, wie schnell muss man das denn machen? Okay, nächster Versuch. Du kriegst hier erstmal deinen Schnuller gleich. Das muss jetzt ganz flott gehen. Da muss ich ein bisschen Zeit sparen. Das war jetzt nicht so geil, aber kriegen wir auf jeden Fall hin, der ist schon fertig. So, jetzt zack, 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 rüber, rein und direkt einen Kaffee machen. Ich kann mir auch hier eine Tasse nehmen. Ich glaube, dass ich das so machen muss. Hier, warmes Wasser rein. Und dann, ach so, ja, jetzt. Nein, 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 nein. Wie kann ich das denn, wie kann ich das denn trinken? Hallo? Hallo, wie, hä? Dritter Versuch. Jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie ich das trinken kann, hä? Das war ja gerade richtig doof. Weil ich hatte den Kaffee ja jetzt drin, also ich habe verstanden, dass man da einfach nur draufklicken muss. Ich hatte den Kaffee ja ganz normal drin. So, hier, Schnuller, tschüss. Tasse. Zack. Abspülen. Warum ist hier eigentlich auch alles dreckig? Einfach das ganze Geschirr. So, Kaffee, Zucker. Brauche ich noch mehr Zucker? Brauche ich noch Milch? Brauche ich noch irgendwas? Was muss ich denn da machen? Wie kann ich denn den jetzt trinken? Als ob! Als ob ich den gerade so getrunken habe! Alles klar. Rassel, okay. Eine gelbe Rassel mit Sternen, zack. Hier, gönn dir. Ich gönn mir jetzt erstmal wieder einen Kaffee, kenne ich nix. Neue Tasse natürlich. Keine Verschwendung, kein Problem. Ah, jetzt habe ich es ausgemacht, fuck.
So, einfach zack und Zucker irgendwie. Und dann so, ja, perfekt. So trinken wir auf jeden Fall Kaffee. Milch, oh mein Gott. Jetzt willst du auch noch eine Milch. Wo ist denn das Ding hier unten? So, das erstmal waschen. Dann hier rein. So, abstellen. Das weiß ich noch, wie es geht. Käme ich noch aus als perfekter Vater. Hier, so, das sollte reichen. Drei Lippen, wie immer. Dann abspülen. Zack, draufpacken, mitnehmen und in den Müll. Ja, das ist geil, ne? Noch irgendwas? Irgendwelche Wünsche? Windel wechseln, ja, schön Kacker gemacht, perfekt. So, ein bisschen pudern. Dann einmal die Unterhose, zack, drauf. Noch was, noch was, noch was? Bitte zu Ende? Ne, ist noch nicht zu Ende. Du willst die Ente und ich will einen Kaffee. Fuck. Das wird jetzt wieder eng. Das wird tatsächlich eng. Das wird tatsächlich eng. Oh, irgendwie minus 5. Aber ist egal. Ich habe zu wenig Zucker wahrscheinlich rein. Grüne Ente mit roten Sternen. Bitte sei es die richtige, ich glaube schon. Und bitte hör auf. Bitte hör auf. Bitte sei zu Ende. Bitte sei zu Ende. Nein! Nein, das kann doch nicht sein! Das wäre, wetten wäre das letzte gewesen. Oh mein Gott, ich kotz gleich. Jetzt kann ich alles nochmal machen. Ach, Leute. Das war zwar ein guter Try, aber es war noch nicht perfekt. Also, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Jetzt ganz schnell machen. Einmal bitte hier den Schnuller für dich und ich muss mir schon direkt einen Kaffee gönnen. Ente mit blauen Herzen. Ente mit blauen Herzen. Hast du blaue Herzen? Nee. Hast du blaue Herzen? Ja, tatsächlich, das ist die hier. Nimm. Das war, glaube ich, das letzte. Zumindest bin ich davon ausgegangen. Ja, tatsächlich. Es wäre das letzte gewesen, letztes Mal schon. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Okay, weiter geht's. Eine rote Rassel mit gelben Sternchen. Waren das gelbe Sternchen oder grüne? Keine Ahnung. Ja, grüne passt perfekt. So, Lichter gehen hier aus. Ja, toll, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wo bin ich? Was brauchst du? Komm schnell, mach hin, ne? Schnuller. Komm, nimm doch schneller. Ich treffe die Knöpfe nicht mal. Ich hoffe, ich wasche richtig gerade. Ja, tatsächlich. Boah, das ist ja richtig nervig mit den Lichtern. Was brauchst du? Ich kann direkt nachgucken. Mal noch geht's. Windel wechseln, das kriegen wir noch schnell hin. Ja, perfekt. Zack, Unterhose. Hallo. Nimm die doch raus. So. Noch muss ich keinen Kaffee trinken. Jetzt wird's zwar kritisch, aber... erstmal gucken, was mein Kind will. Scheiße, jetzt wird's echt kritisch. Jetzt wird's echt kritisch. Zack, zack. Einmal reinkippen. Irgendwas war nicht gut, aber egal. Dann essen. Und rübergehen. Lila Ente mit gelben Dreiecken. Da ist sie. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Bitteschön. Jetzt können die Lichter ausgehen, stimmt. Das ist eigentlich ganz okay. Ja, schmeiß dir schnell weg, mach hinne. Was brauchst du, was brauchst du? Schnell, 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 schnell. Milch, okay, das passt. Wir müssen in die Küche. Fettes Brot erstmal snacken. Alter, das war jetzt noch ganz, ganz knapp. Da haben wir sie aber noch perfekt gewaschen. Also ich schlag mich diesmal echt gut. Da waren die letzten Folgen ein bisschen schlimmer eigentlich. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich schlag mich gar nicht schlecht. Ah, das war natürlich jetzt nicht so geil. Das Licht geht auch voll oft aus, ne? Das ist richtig dumm eigentlich. Oh, schon zu Ende. Perfekt. Leute, das läuft echt gut gerade. So, wir müssen Wäsche waschen. Aber auch gleichzeitig natürlich mein Kind verpflegen. So, einmal willst du Milch. Ah, ich habe gar nicht angemacht hier.
Und ich muss 7 Teile jetzt zusammensuchen. Die können in den verschiedensten Zimmern liegen. Das wird jetzt echt ein bisschen dumm. Ich habe natürlich keinen Plan von dieser Wohnung. Ich habe keine Ahnung, wo was ist. Und wo was sein könnte. Und natürlich der Zeitdruck immer. Das ist echt kacke. Zudem muss ich noch aufs Klo. Und hab Hunger. So, hier ist das erste Teil. Das sehe ich schon mal direkt. Und hier im Bad, ja tatsächlich. Da ist auch die Waschmaschine. Hier ist die Waschmaschine. Das andere ist irgendwie der Trockner oder so. 2, 3. Komm, tust doch rein. 3, 4, 5. Hallo, 5. Ach, hier war noch was. Aber es ist ja 6. Das ist ja mein 6. Teil. Komm, ist das nicht einfach egal? Mach das jetzt da rein und dann passt die Sache. Mir bleibt jetzt eh nichts anderes übrig. Die Zeit läuft eh ab. Und noch ein Pott. So, die Waschmaschine ist fertig. Komm, aufstehen. So, den Trockner anschmeißen. Ja, 6 von 7. Ja, toll. Och, Leute, was ist denn das? Also Leute, ich muss sagen, es ist echt ein cooles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Also für, glaube ich, 1,99 war das auf Steam. Es ist echt, echt ganz, ganz witzig und ganz, ganz cool. Wir haben es jetzt leider nicht geschafft, alle Missionen durchzuspielen. Das ist nämlich die letzte Mission hier. Das ist auch noch ein Alpha-Spiel. Und das ist jetzt die letzte Mission und wir haben es jetzt nicht geschafft, weil mir irgendwo ein Kleidungsstück noch fehlt. Dass ich nicht in die Wäsche rein habe, weil ich auch nicht weiß, wo das ist. Aber das soll egal sein. Ich fand das Spiel auf jeden Fall mega cool. Wenn auf jeden Fall die Vollversion des Spiels rauskommt und es dann noch Verbesserungen gibt oder was auch immer, weitere Missionen oder so, dann werde ich das Spiel auf jeden Fall nochmal anzocken ein bisschen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst eine Wertung da. Wie gesagt, schaut die anderen beiden Parts, sind in der Infocard verlinkt. Und ansonsten auch rein. Bis dahin und ciao, ciao.